Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Forza Horizon 4. Heute wieder in einem Multiplayer-Format. Heute waren nicht so viele Leute sind dabei, da wir heute Quartett spielen, weil manche Leute das mal wieder gern spielen wollten. Unter anderem auch Pascal, der heute auch dabei ist. Wie der Luca, der ist auch dabei heute. Und der Justin, der ist auch dabei. Und Justin muss es mal wieder übertreiben. Bin ich da? Das ist nur ein LKW. Hallo. Ja, genau. Naja, ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit und fangen direkt an. Justin los nämlich das erste Event jetzt aus und startet das dann auch, sobald ich mir das Lied. Zufällig ermitteln. Wollen wir Wetten abschließen, wie oft ich hier umkippe? Ja! Achso, nee, fuck, nice fiber, du musst Justin den Lied geben. Aber Justin, Melly, wenn du sagst, was du ausgelost hast. Nee. Doch, Justin, bitte. Aus der Kolonne raus. Du bekommst es recht, dich überraschen zu lassen. Ich hasse es, wir fahren zu 100% Offroad. Achso, ja, wie gesagt, das ist mein erstes Auto. Wir standen alle mit unseren ersten Autos da. Der liebe Justin ist natürlich in seinem Mercedes Truck sehr. Wir haben natürlich das Coolste. Luca in seinem. Luca sehr klein. Genau, Luca passt auf Justins Heck. Oh, nice, soll ich auf Sommer einstellen? Ja. Ich glaube, das wird ein Duell zwischen den Unibog und den Kleinwagen und zwischen uns zwei. Also tatsächlich, wenn wir jetzt Offroad fahren und ich zweite, werden wir auch nicht stehen. Kollisionen ein oder Autos, aus? Ein. Weil cool. Ich das Ding ist, eine Scheiße, ob ich die Autos habe oder nicht. Das sind einfach zwei Autos, die du hast. Alter, guck mal, kommt zwei Leute in den Schuh hier. Mein Diff ist so kacke, dass nur ein Reifen der durchdreht. Ach Gott, der hat Forza Aero vorne drauf. Geh dich verbuddeln. Aber auch nur vorne, Alter, was ist denn? Guck mal, nur mein innerer Reifen dreht nur durch. Hallo, was ist hier los? Ja, Luca, das nennt man ein offenes Differential, was nicht, also kein gesperrtes Diff. Ja, Justin, schaut mal. Und zu wenig Leistung. Ich bin gerade dabei. Danke. Alter, ich hätte dich schon fast umgekippt. Junge. Versuch mal, ob du es noch hinkriegst, bevor es Rennen startet. Wird erstellt. Oh, es ist Straße. Schade. Oh, schade, Schokolade. Das ist eine Rundstrecke, Ampelzeit-Rundstrecke. Ja, also ich sag, ich kippe alle drei Runden um. Also im Durchschnitt alle drei Kurven. Das meine ich, das wird ziemlich sehr enge Kiste zwischen den beiden. Ich finde das schön. Weißt du, das wird ein Duell zwischen mir und Just? Hallo, ich fahre D100, Alter, das ja, wird gar kein Duell. Pascal, entweder, also du musst die Kurven richtig fahren, weil... Ja. Das wird schwierig, vor allem Ampelzeit. Ich muss nur gucken, weil Start werde ich eh nicht geben, weil du hast Allrad. Ja, genau. Du hast Regen an. Ich habe nur auf Sommer gestellt, mehr habe ich nicht du gemacht. Du hast nicht ernsthaft das... Hä? Du hast doch eben was anderes gestartet. Ich habe das Rennen umbenannt und stand immer der Querfeld-Einsprint. Wow. Das ist doch Querfeld-Ein. Wow, Justin. Super gemacht. Das mache ich immer so, weil immer so eine gute Reaction rauskommt, wenn dann doch Querfeld einkommt. Ja, es war mir ja schon eigentlich klar und dann dachte ich so, oh ja, vielleicht doch nicht. Ja, okay. Das ja, Pascal hat dann gewonnen. Ich werde sogar vielleicht Letzter. Nein, das auf jeden Fall nicht. Du hast so viel Leistung. Ja, richtig, ich habe so viel Leistung. Ja, du brauchst Halbgas, du bist trotzdem dreifach so schnell wie ich. Ich schaff's ja glaub nicht mal den Berg hoch wahrscheinlich. Es geht noch. Ich fahr mit 60 hoch, Jungs. Er beschleunigt sogar noch. Alter, ist okay, das er wird jetzt langsamer. Tricky, Junge. Weiter Checkpoint, 11,5 Sekunden schon Abstand. Alter, ich komme keine Kurve. Ich so die Steine. 15. Ich hasse aber den Sprung auch. Ich fahr 90, ich fahr 100! Ich hab keine Gänge mehr! Ich fahr 124 und... Ach scheiße, der Zaun. Komm! Komm nicht um die Kurve, doch jetzt. Ich fahr über 100, Boys, 110! Oh mein Gott! Checkpoint chillig. Was? Checkpoint gemisst. Fuck. Eigentlich auf Fairness würde ich hier stehen bleiben, aber... Nein, Haus! Leider bin ich nicht fair.
Nee, weil es war, du hast halt schon ziemlich gute Chancen gehabt gegen mich, weil ich kann auch nicht Vollgas geben. Alter, dreht auch gerade durch. Ich bin am Limit eben gefahren. Ich ja, aber du warst. Ja, aber dafür sparst du ziemlich gut hinter mir. Das ist nur am Limit. Egal, es geht noch um einen Mercedes Truck. Also ich fahre auch noch am Limit. Ich komme. Justin wird mich im Wasser so einholen. Ich pack nochmal 90 im Wasser. Ich auch. Ich fahr dir nur einfach runter wie so ein Stein, Mann. Ich fahr Durchschnitt 50, was willst du eigentlich? Ah, jetzt 100 wieder. Oh, Mann, ich Berg runter! Und das mit Allrad. Berg runter, 126. Zwei Mauern, 100. Einmal Regera säuft ab. 40. 30. Alter. Also ich habe jetzt 50 Sekunden Abstand. Ich bleib 50% Fortschritt, ne? Und ich komme dann um die Kurve. Ich fahr 120. Ich bin abgesoffen, ich bin noch schneller geworden. Ja, schön. Ich glaube, ich sauf auch ab, kann das sein? Junge, du bist ja eine Frau, ja. Oh ja, im zweiten. Ich fahr unten. Ich fahr 28. Durch, Junge. Luca, also wir meinen das richtige Loch weiter vorne, nicht da, wo du bist. Achso, ach, da, ach, scheiße. Oh, Alter, was hat Luca da gezählt? Ich glaube, also, ich kann mir aufschreiben. 24 MB Truck. Ja, du kannst dir einen geilen, richtig guten Dingsberg aufdingsen. Und gedönsen, Zeugen. Den Sprung will ich noch schaffen, den Sprung will ich noch schaffen. Ja, kann ich du packst den Sprung bestimmt und ich muss jetzt labern, weil ich mal wieder vergessen hab, diesen supergeilen Streamer-Modus anzumachen. Das verstehe ich ja, aber Nico, wieso kann man das vergessen? Also was, ich bin den Sprung. Ich weiß, ich habe gesprungen und einfach runtergeplumpst, Alter. Also ich hab's über den Sprung noch geschafft, aber das war eher wie so ein Sack Mehl oder so, der da runterfällt. Ja, Pascal, dann darfst du ja gleich aussuchen. Genau. Was du wärst. Und ich sag euch eins, es wird schon theoretisch werden. Ach, fick dich. Wow. Wenn es jetzt theoretisch wird. Ja, ich hab verloren. Ja, Pascal, dann sag mal deine Theorie schon mal, bevor wir das Auto wechseln, beziehungsweise fahren wir hier runter. Gewicht. Gewicht am meisten oder am wenigsten? Am meisten Gewicht. Ja, GG, ich bin beim Auto losgeworden. Chillig, danke. Welches Auto hast du denn? Also das meiste Gewicht gewinnt, oder was? Yep. Lass mich raten. Ja, willst du mich verarschen? Ich habe alles Leichtbau-Scheiße. Lass mich raten, du hast recht. Ja. Meine Taktik ist tatsächlich, ich sag's wie es ist, das erste gewinnt, das zweite ein Unimog-Gewicht. Punkt. Du hast gewonnen. Fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich. Ja, komm, der V8 ist noch ein bisschen schwer. Ich muss auf Justin hoffen. Nee, brauchst du nicht. Ja, Justin auch nicht. Ey, Justin, was fährst du denn heute sonst noch? Ja, was fahr ich noch? Ich fahr noch GT2 RS und Ford GT, sonst nicht mehr. Ey, du musst aber 5 Autos haben. Wollte gerade sagen. Ja, da noch geht sein. Noch so ein Radical Turbo oder was das, wie das heißt, mit rein. Ach, ich Digga, ihr Boy. Pascal, viel Spaß mit meiner Viper. Luca, was hast du? Ja, Luca, du musst ein anderes Auto nehmen. Ich bin Kramer jetzt gespannt, shit. Oh, die Viper klingt schon geil. Nico, stellst du dich bitte vor mich und gibst Gas? Ich bin ja meine Waffe jetzt sehr lange gefahren, chillig. Die hole ich mir wieder, Pascal. Nächste wieder. Nico, gib Gas. Aber nicht im nächsten, weil da werde ich jetzt voll auf die Fresse fliegen. Ich habe das voll falsch angeordnet, Mac. Nico, gib Gas. Mich. Das Ding ist, ich hatte jetzt danke, eigentlich, Nico. Hätte ich jetzt das leichteste Gewicht genommen, den Porsche. Aber das Problem ist halt einfach, dass der mit der Eddy so unten war, dass ich den wieder komplett rausgenommen habe. Ah, okay. Leck mich. Alter, nice, was bekomme ich? Bekomme einen Ferrari und eine Viper. Was für ein Ferrari bekomme ich? 488 GTB. 488 GTB. Und die Viper, welches Baujahr? AC16. Die AC ist das. Das hätte so ein schönes Rennen zwischen mir und Lukas. Ich bin Offroad schneller. Das hätte so ein schönes Rennen zwischen mir und Luca werden können. Du bist nicht schnell, meine Viper ist richtig schnell. Ey, muss. Theorie. ich meine gerade und Blitzerzonen und sowas ist ja kein Theorie. Ich bin schneller im Offroad als du. Das freut mich. Ich auch. Aha. Leute, Blitzer und Blitzerzonen sind ja keine Theorie. Und Driftzonen und sowas. Ja, du kannst auch eine Driftzone nehmen, das zählt auch zu praktisch. Das ist alles praktisch, okay. Das nächste wird ein
bitte 200 Meter nehmen. Alter! Ich nehm Blitzer. Und der ist Bamberg Castle, der Blitzer. Ab? Und Start Bamberg ist an Fortune Island. Blitzer in Bam... Fuck you. Und was? Der Start ist Fortune Island. So? Also Strandstraße oder was? Genau. Ah ne, fuck, ich hab das falsche Auto genommen. Ups. Okay, von wo wollen wir starten? Fortune Island. Pascal, ich hasse das. Fortune Island. Fortune Junge, Island. Er wird mich doch mehr hassen, wenn ich sehe, was ich genommen habe. So, wo was, ist jetzt der Start? Ich stehe an Fortune Island. Fortune Island startet. Wollen wir Pascal einfach einen in die Fresse hauen? Bin ich dafür. Nee, also, ich find's jetzt nicht schlimm. Also, ich habe das Auto noch nicht gesehen. Ich hab mich hier bewegt. Ja, ich muss heulen. Ich muss heulen! Also, bevor ich mein Auto hole, will ich jetzt sehen, was die Fahrt hat. Na, Pascal. Schönes Auto. Ja. Ach, hallo Luca, du musst dein Auto noch wechseln. Och, leck mich doch, aber Alter. Pascal, du fährst vorne, ist ja schon klar. Luca, ich kann noch mehr heulen, Mann. Ich möchte das Auto nicht. Was fährst du denn? In Radical. Justin, wie viel Tausend fahren sie denn? Ey, okay, die Supra, ich hab Angst. Das ist eine Supra. Ja, aber ungetuned. Nein, die ist getuned links. Nicht also links. Achso, ich hab gedacht, dass Luca eine Supra genommen hat. Achso, Supra sind getuned. Ja, Luca, dann nimm mal jetzt. Ja, ich such. Ach, hier ist er. Mann. Leck mich doch, es wäre so knapp gewesen, aber ich glaube, der ist zu schwach. Der ist, glaube ich, zu schwach. Und vor allem. Luca jetzt wieder und vor allem RWD. Na, GT3S bestimmt, oder? Nein. Ach lol, Regera. Agera. Agera. Alter. Das wird aber richtig spannend, weil alle drei Autos dann, holen. Pascal, fangen wir an. Ja, ich warte, bis das Auto durch ist. Gestartet und dann klar auf der Straße auch für alle. Ja, wir stellen sie jetzt alle nebeneinander. Und wir lassen die drei Autos noch durch. Justin, kommst du? Dann komm einfach hier auf die Seite und fahr einfach hier los. Meine Fresse. Nee, wo kannst du sagen? Das wird eine sehr interessante Sache jetzt. Ja, ich werde Dritter safe. Ich werde halt sehr viel am Start rausholen. Ja, du auch obenrum. Ich habe Scheißzeiten seinem Vater. So, ihr müsst euch nie bei uns stellen. Also ja, wobei, Pascal, fahr los. Dann kommt kann ich auf. Einfach stehen bleiben? So, dann, nice. Luca stell dich neben mich und dann fahr ich als nächstes los. Jo. Ja, schon direkt neben mich, dass es Schnauze an Schnauze ist. Ja, so. So, dann, .269,5. Ja, merkt ihr das mal bitte. Luca, fahr du auch los. Pascal, was hattest du? Ich warte. Alter, Luca. So. Hat der unter 360? Unter 360? Ja. Ich. Ja. Und, Justin, wie viel hast du? Ich rede nicht darüber. Ihr habt alle unter 360. Ja, natürlich, Junge, du fährst 1-to-1. Was 369,5. Ich hab 339,2. Nein! 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 Ey, wäre mir das Jungs. Nicht ausgebrochen, hätte ich dich gehabt, Junge. Ich hab 327. Ja. Andy. Oh, ich hab mein Ferrand verhalten. Also, was bekomme ich? Welche Autos? Einen Radical und einen Radical. Regera. Agera. Und? Achso, und Agera. Agera hätte ich den Bugatti safe geschlagen. Und noch? und ein Radical. Das, wie viel hattest du? 270. Was? 270 hatte er. Okay, ist gar nicht schlecht eigentlich. Also für so einen Kurvenmonster. Ja, für ein Radical ist das eigentlich ganz schön schnell. Gut, dann
Pascal, sag schon mal deine nächste Disziplin, dass ich das Auto wechseln kann. Nächste wird Straßenrennen. Nein, du musst technisch nehmen. Also, nee, ich habe gedacht, man kann. Ich habe gedacht, das Theorie darfst du nicht so holen. Praktisch ja, darfst du holen, dachte ich. Genau, eine Technik. Ja, sorry, ich dachte, das ist immer abwechselnd. Ja, wenn ich einfach Rennen fahren, ist es einfacher und macht mehr Spaß. Ja, dann fangen wir an Rennen, alles gut. Kein Problem. Was für eins? Einfach Straßenrennen. Okay. Aber kein Rundkurs, Justin. Sondern Sprint, also, ja. Lass mich einmal vorher das Auto wechseln. Okay, ich habe mein Auto verloren. wo hast du den ganzen Elite her? Ich habe den Unimog mit. Du hast den Unimog. Aber ich habe 1000. Ja, okay, Unimog. 100 oder? 100. Justin wird schwer. Bitte was? Ja, wollte gerade sagen, Justin wird schwer, genau. Bitte. Okay, jetzt geschmack, was ihr fahrt. Warte mal, ich kann mir ein Auto aussuchen. Ja, ein Fiber. Oh nein, auch nice Fiber. Och, oh nein. Ich mach vor allem selber noch überlegen, ob ich den auswähle. Hast du den auch? Okay, Pascal. Nein, na, das ist interessant. Okay. Bei wie vielen Autos darf man aussuchen? Bei zwei Stück. Ja, nee, dann ich hab Spaß also, bei meinem 4, okay? Wie viele Runden machen wir eigentlich? Eine. Also nicht, das ist Sprint, das ist eh Sprint. Das ist ja kein Rund. Immer noch kein Riesensprint. Nee, ich mach was Einfaches. Weil ich bin 800. Was sieht dein aus? Also vom NI kam bei mir und Night vorbei. Ich hab ja nicht, ich hab 977. Was hat denn der FX7K? 986, ne? Mann, Alter. Just, hat der Ford GT eigentlich Allrad? Nein. Wir haben alle RWD. Hey, jo, stimmt. Erst mal die Tür reingefahren, Nico, ist bei mir günstiger. Nico, wir haben beide Twin Turbo und 6 Zylinder. Über einen 6 Zylinder. Ja, ich hab einen V6. So. Ich hab auch Twin Turbo. Wir machen Sommer. Ja, komm, mach jetzt. Ja, ich muss erstmal hinporten. Hallo. Aua. Du bist mir eindeutig in die Schuhe gefahren, du Arsch. Genau. PvP, meine ist auch gesagt, Versicherung zahlt das gar nicht. Eigene Veranstaltung. Also beim Standard, die Versicherung freut sich. Ja. Das dann kannst du das auch. Was? Burnout oder was? Ja, auf der Stelle. Nee, nicht ganz. Naja, Justin nimmt die KI einfach. Sorry? Ich kann das sogar fast im zweiten Gang. Mit KI kann ich das auch. Kannst du nicht. Fick dich. Doch nicht, guck. Kollisionen sind aus. Ach, Mann, oh. Wir können auch mit Kollision machen, jetzt ist es leider. Nein. Nee. Komm mal raus. Danke. Ich glaube, der FXDK wird aber etwas schneller sein als der Senna. Glaube ich jetzt einfach mal. Ich verstehe halt jetzt nicht vom Justin. Nissan GT2 RS fährt. Weil der Ford GT besser ist. Ja, und? Aber der Ford GT ist immer noch langsamer als die anderen beiden. Und wenn du jetzt ein ja, Ford GT wow, findest, das habe ich auch erst später bemerkt. Danke. Ja, du musst doch jetzt noch nicht den Ford GT nehmen. Kannst du noch wechseln? Jetzt hat er. Nee, wieso? Er darf doch wechseln. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt doch. So. Es ist Sommer, es ist kein Regen. Also, ich habe jedenfalls keine Regen eingestellt. Ja. Optimale Straßenbedingungen. Ja, dann werde ich dir Spaß machen. Und wir stellen uns alle nebeneinander hin. Ich fahr schon mal nein, vor, wir fahren dann einfach los und gut ist. Bei den anderen Rennen Offroad haben wir es auch gemacht. Einfach losfahren. Na gut. Back to you. Mir ist es Latte. Also ich schieß los. Boah, das hat mich nach übelst gestochen am Bein, Alter. What the fuck?
Also, Stechmücken, Luca, die mal mögen dich. Ja, im Internat war es noch viel schlimmer. Naja, ich pimmel mal hier hinten rum, ne? Just mal zusammenfahren. Vergiss es. Das ist aber nett. Yo, sogar einfach nur Topspeed, GG. Ey, das ist viel Kurven. Na, oh, genau, viel Kurven. Gerade, gerade, gerade. Das ist noch eine Gerade. Und, oh, warte, das ist noch eine Gerade. Ja, die anderen Strecken, die ich gesehen habe, auf Kotze, waren noch mehr geraten. Cosworth ist cool, Digga. Mann. Ach, der FXXK ist sogar 989. Ach du Scheiße. Okay, ich werde verlieren, glaube ich. Das kommt aufs Fahren. Ja, an, so, und ab im zweiten. Na, guck mal, Start kann ich sogar. Ah, ja, okay, doch nicht. Nicht so ganz. Ja, das wird ein sehr schönes Rennen. Ich fühle mich untermotorisiert, niemand nice. Verstehe ich gar nicht. Sagst du da vorne, Luca, halt einfach die Schnauze. Junge, du hast selber 6. Halt die Schnauze! Best. Und hast mehr Topspeed als ich. Ihr könnt alle drei die Schnauze halten, okay? Oh nein, 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 nein. Ich muss hier hinten mit meinem M4 rumpimmeln. Ja, selber schuld, wenn du einen M4 nimmst. Ja, yo, wer wusste denn auch schon, dass ihr jetzt sowas fahrt? Oh, Turboloch. Ja, aber Justin, wie hast du denn schon so wenige Autos? Ja, ich habe in jeder Runde verloren. Ist dir das nicht aufgefallen? Das stimmt, ich bin einmal geworden. Ich habe bis jetzt auch nicht einmal gewonnen oder zweiter. Also hast du auch nur noch 2 Autos, Luca? Ja. Ja klar, Justin, bist du einmal zweiter geworden. Nein, ist er nicht. Er ist mit mir immer letzter oder vorletzter geworden. Mit dem Gewicht, mit dem Unimog? Stimmt, wo ich meine ACR verloren habe? Tatsächlich. Ja, dann müsstest du aber eigentlich noch ein Auto haben. Ah. Ja, stimmt, den habe ich nicht mitbedacht. Ja, gut. Oder? Ja. Also hast du noch 3 Autos, okay. Ja. Ich habe gerade Herzschlag, das ist nicht normal. Verstehe ich auch. Dann gerade richtig verwirrt so. Nice, Piper! Nein. Nein, 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 nein. Ja, nein, das war knapp, Alter. Nein! Alter. Oh, so knapp. Oh, das Ende war jetzt noch so interessant, Alter. Ja, Luca, das Ende war auch eher dein Part. Oh. Guck mal, ich bin gar nicht mal so weit hinten. Wow. Scheiße, mein Herz. Oh, mein Herz, Junge. Ich hab Herzschlag. Alter, wie knapp das war. Junge, das war... Ey, guck mal, wie knapp, Alter. Wie knapp. 2,23, 1, 2, 23, 6. Alter. Alter. Junge, die eine Kurve, nur weil ich Offroad gekommen bin, hast du mich noch bekommen, Alter. Ja, aber, aber ich hatte die Kurve auch fast nicht bekommen. Ich komme ans Ziel noch. Ja, hätte ich die Kurve nicht verkackt, hätte ich dich kassiert auf jeden Fall. Ja. Ich war ja noch ein Stückchen vor dir. Ich glaube, das hättest du nicht mal aufgeholt. Ja, aber wir Ziel, waren echt komm, ziemlich komm, komm, Kopf an Kopf, Alter. Oh, das war schon so langsam, mein guter M4. Ja, das gut das, gemacht, das war schon intens, Junge, Alter. Ja. Oh, mein Herz, Alter. Das nächste wird eine Theorie. Ich habe nur noch gesehen, ich kam auf einmal ran und ich dachte so, oh mein Gott, einfach. Mit dem wenigsten Gewicht, nächstes Auto weg, danke. Ja, du hast recht. Ach komm. Oh mein Gott. Nein, du willst mich auch wohl verarschen. Wenn du jetzt wirklich wenigstes Gewicht nimmst, dann ist es halt echt abfuck. Dann ist es dann halt ist echt wirklich. Ach Mann. Hey, ich hätte nur das erste verlieren müssen und mein ganzer Plan war für den Arsch. Ja, ist okay. Sehr okay. Noch habe ich 2. Noch. Ja, noch. Aber einer von uns wird ja noch zweiter. Justin, du oder ich? Ich glaube, ich eher weniger. Ich weiß, also ich weiß es nicht, wie schwer mein Auto ist, das Problem. Also der wird es nicht fucking schwer sein. Deswegen hat Nicefire mich immer früh noch vor der Aufnahme gefragt, darf man eigentlich Gewicht zweimal nehmen? Nee, so die Frage Interesse? War, Drehmoment oder sowas habe ich gefragt. Naja, ich habe doch schon gesagt, als Beispiel, nimmst du bestimmt zweimal Gewicht. Und dann kommt also, ich um die Ecke, der die Autos einfach aus Pfand nimmt, so wie er krank hat. Alter, ich habe schon wieder, what the fuck,
Ja, Forza Blau heute mal wieder. Chillig. Naja, oh, das ist wieder mal. Warte mal, welche Autos habe ich jetzt eigentlich bekommen? Wir haben einen M4 und einen Ford GT. Ford GT? Der 2016er und dann der M4. Weil der M4 wurde der letzte. Ja. So, da wir ja wissen, was wir als nächste Disziplin nehmen, kann ich ja schon mal mein Auto nehmen. Nice, okay. Weil wir sind schon im neuen Auto. Ach, halt auf die Fresse. Wenn ich das schon sehe, habe ich schon keinen Bock. Ja, aber vielleicht können ja auch Leute auch bluffen, ne? Wo seid ihr denn? Ich glaub nicht, dass er unbedingt blufft. Ja, wo seid ihr denn? Wir stehen hier unten. Oder vielleicht stehen wir auf dich drauf. Ah, lol, wo ich gespawnt bin, yo. ich komm mal zu euch. Jojo, mach du mal. Ja, mit meinem Schlachtschiff hier, Junge. Ich glaub nicht, dass du ein Schlachtschiff hast, unbedingt. Jetzt wird's interessant. Ja, das Ding von dir ist natürlich leicht, hä? Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, ich bin so gespannt. Nein, wir haben Spaß, Luca. Oh na, ach, halt's Maul. Ja, dann Pascal, welche Zahl hast du vorne stehen? 600. Ja, okay, dann hast du gewonnen. Ich hab 800. 1,3 Tonnen. Was hab ich jetzt eigentlich gewonnen? Ich hab einen McLaren und einen Porsche. Weißt du von euch schwerer? 1370. Warte. Alter, ich kann mit Handbremse rückwärts fahren, chillig. 1338, also meine ist auch leichter. Also ist Porsche. Gut, ich habe nur ein Auto. Warte mal. Ich auch. Porsche? Welcher Porsche? 911 GT2 RS von 2012. Und ich habe einen 27S. Na, Luca, jetzt haben wir so ein Problem. Wir haben beide noch ein Auto. So. Das nächste muss wieder praktisch sein. Aber. Du kannst eh nicht wählen. Ja, wollte gerade sagen, Pascal, du darfst eh nicht mehr wählen. Wir haben zwei Leute mit einem Auto nur noch. Ja, dann müsst ihr euch jetzt erstmal, wer entscheidet. Okay. Luca, mach du. Jetzt bin ich kurz am Überlegen, was haben wir mal alle hier jetzt? Du musst eh erst die Disziplin auswählen, bevor ich mein Auto raushole. Ja, ich weiß, aber ich bin gerade überlegen, was die Fahrt. Ja, was die ersten Autos von euch waren. Ja, ich bin noch nicht mit meinem alten Autos durch. Ich hab noch eins. Kannst du gar nicht. Doch. Nein, er hat gewonnen. Hey, jeder hat 5 Autos. Ja, und ja, ich aber hab einmal Zweiter gewonnen. Nee, ja, da hat schon recht. Luca hat schon recht. Du zählst ja, du tust ja trotzdem kein Auto dazu oder da wegmachen. Du kommst trotzdem am Ende raus wieder. Das bleibt die Reihenfolge. Ja, ja. Ja, ich bin jetzt. Das heißt, du fährst jetzt Regera. Nee, so, ja, stimmt, lol. Ja, stimmt. Ich hab den Regera schon gehabt. Ich dachte, ich hab noch ein Auto, chillig. Dabei war das letzte. Hey. Also du hast einen Regera. Oh, was für ein Nice Fiber. Ah, der Unicorn. Justin ist das Ding. Okay. Pascal hat 15 Autos gezogen. Du weißt nicht, was er bekommt. Doch, er fährt jetzt das erste, womit er gestartet ist. Nein. Ja, natürlich. Also. Die Autos, die er bekommen hat, werden doch dazu gezählt, oder? Ja, aber trotzdem fängt also er mit dem an, was er hat selber. Nein! Die Autos werden ja nach hinten. Also entweder hat Pascal jetzt Justin sein. Ich weiß, was Pascal fährt. Ich weiß, was Pascal fährt. Pascal fährt Lukas erstes Auto. Ja, aber darum mache ich mir keine Sorgen. Ich habe nämlich schon genügend Autos. Okay. Jetzt günstig. Ja. Wenn ich Lead bekomme, dann kann ich irgendwas starten. Nee, chill aber noch. Du musst erstmal das Auto kaufen. Ich hab den nur als getuned. Ne, fahren als getuned ist ja eh scheißegal, bis eh letzter. Der Stützräder, Alter. Okay, Nico fährt Regera, Justin fährt sein Dings da. Sein Dings da? Was fährt denn Justin? Sein, ist er ein Pickup da? Ich komm jetzt nicht auf den Namen. Ach, den hast du noch. Ja, den hat er. Den hat er doch behalten. Ja, beim Gewichte. Warum bist du den eben nicht gefahren? Hä, wieso soll der denn... Durfte er doch gar nicht, hä? Ja, er hätte... Achso, schon, er hätte eigentlich im Prinzip gar nicht ausruhen dürfen. Nico, bist du eigentlich lost oder bist du lost? Aber Justin, du hättest jetzt eben ausruhen dürfen beim Gewicht auf jeden Fall. Dann hättest du ja... Ja, geringstes Gewicht. Ja, gut, aber...
Hey Justin, dann den für noch sein GT2S jetzt noch gehabt. Ja, ist okay, du weißt alles besser. Ja, nein, war doch nur eine Frage. Ja, ich hätte aber auch nicht dran gedacht, ganz ehrlich. So. Ja, gut, ich hätte auch entscheiden können, aber wollte ich wirklich den Senna abgeben? Ich glaube eher weniger. Uiuiui. Oh. Das wird eh interessant jetzt, Luca. Also, ich habe jetzt eigentlich viel Autos, so. Ja, dann, nice, gib mal bitte Luca den Lead, dann kann er starten. Ah, stimmt, musst du den Lead geben. Oh, Nissan, wuhu! So. Kühlmann hat den Lead. Aber der Friedensmann hat ganz ehrlich, so ein Regera, der muss so Reifen fressen ohne Ende, oder? Na, ich glaube nicht, dass du ein echter Vollgas fährst mit dem Ding. Ja, wenn du einmal von unten losbeschleunigst, so bei 20 Vollgas. Ja, dann klar. Ja, aber Vollgas. Aber als ob die Besitzer Vollgas geben. Ja, aber der hat 2000 Newtonmeter, klar. Der radiert doch die Reifen runter. Ja, wenn du Vollgas gibst. Ich glaube nicht, dass die Vollgas geben. Ich will schon Vollgas geben, wenn ich Regera hätte. Ja, du. Ja, das denkst du, das sagst du auch nur, weil du keinen hast. Ja, aber ganz ehrlich, ein Auto ist dafür da, um gefahren zu werden. Ja, also ich habe eine Dreierrolle hinbekommen im Auto. Weil ich glaube, da wird ein Satz um die 10. Ganz ehrlich, wenn ich auch irgend so ein Fast and Furious Auto hätte aus dem Film, würde ich das Auto auch. Ich weiß einen praktisch, wer die meisten Überschläge macht. Nee, ich darf eh nicht wählen, aber es war lustig irgendwie. Du kriegst sogar mit dem gewählt. Anything goes. Das wird super lustig, glaube ich. Hey. So schnell wie ich den Wagen bekommen habe, so schnell werde ich ihn da wieder los. Ja, was denn? Das Luca kriegt sein Auto dann wieder bestimmt. Oh ja, nee, ich will nicht mit mein Auto verlieren. Wir machen übrigens mit Kollision, ne? Oh Gott, dann muss ich gucken, dass ich überhaupt an Justin vorbeikomme. Hallo Luca, gut, dass wir vorhin ohne Kollision gemacht haben, weil dann ist es vielleicht eklig gewesen, weil uns vielleicht uns gegenseitig aus dem Rennen rausgelassen hätten. Ja, nicht lustig, weil das Rennen ja auch direkt mit Kollisionen losgeht. Ach, stimmt. Oh, Bus. Hi. Okay, also wenn Nico sich richtig, richtig dumm anstellt, dann kannst du das vielleicht schaffen. Oder du stellst es richtig, richtig dumm an. Ja, eher dumm. Ich weiß nicht mal, wenn ihr euch alle drei dumm anstellt und nicht erster werde. Ja, wahrscheinlich. Dann mache ich alles aus und komme nie wieder online. Dann verkaufe ich alles, was ich habe und lebe auf der Straße. Ich finde die Mega-Abkürzung. Dann kommt diese Folge auch niemals online. Dann höre ich auf mit dem Zocken. Wenn du gegen mich jetzt gewinnst. Ich könnte die ganze Runde, das ganze Ding im ersten Gang fahren, wäre schneller eigentlich. But no joke, ich find's halt geil, dass meine Taktik das wirklich durchgezogen hat. Von Anfang bis Ende. Ui. Alter, Justin! Junge! Alter, wir wollen Backflip gemacht. Weißt du, dann hoffe ich irgendwie darauf, dass Nico einfach sich mit seinen Newtonmetern einfach überschätzt und sich irgendwann wegdreht. Sorry, nix gegen dich, Nico, aber. Ich habe es nicht so Bock, dass Justin jetzt direkt raus ist. Ja, entweder du behältst dein Auto oder ich behalte mein Auto. Was? Ich glaube nicht, dass du eine Chance haben musst gegen mich. Bei der also, Strecke. Mal ganz ehrlich gesagt, so, ich glaube nicht, dass Justin und Nicefall irgendeine Chance in diesem Rennen haben werden. Nö, überhaupt nicht auch nicht. Außer wir fahren jetzt im Matsch und sonst irgendwas. Nee, nicht, weil dann habe ich eine Chance. Weil meiner bleibt stecken. Aber dir ist es scheißegal. Ja, am Veranstaltung genau. Ist ab, fehlgeschlagen. Willst du mich verarschen? Ah ja, chillig. Das ist auch so. Nee, nicht besser so. Also ich bin immer noch dafür, wer sein Auto am meisten umkippen lässt.
Fällt nee, lass auf, der Regera hat ja 3 Rückwärtsleuchten. The fuck? Eins zwischen dem Nummernschild, also über dem Nummernschild, links und rechts. Das ist Bildungsauftrag. Gibt's Leute, ich muss mal nach der Aufnahme gucken, ob irgendjemand mal einen Regera gedriftet hat. Ey. Ich bin das nämlich sehr. Weißt du, meinst du jetzt nicht zu deinem Spiel? In echt? In echt doch nicht, Junge, als ob. Ist bei. Bin ich drin oder fehlt einer? Bei mir steht 3 von 4. Ja, was denn? Bei mir steht Serverzuteilung und ich sehe nichts mehr. Achso. Okay, ja, Forza like at its best. Ja, nicht genügend Spieler. Bei mir steht 3 von 4 noch. Jetzt steht Serverzuteilung. Ja, jetzt bin ich auch beigetreten. 4 von 4. Okay. Der Sitzung, der du beitreten wolltest, existiert nicht mehr. Hä? What the fuck? Forza! Hilfe! Ihr könnt das Rennen starten. Ich hab da keine Gewalt. Du, da ich hab auch wieder einen Überschlag gebracht. Ja, Lul, dann könnt ihr jetzt nochmal neu starten, weil ich bin rausgeflogen. Bei mir steht Event wird gestartet. Ja, chillig. Nee. Sind wir drinnen. Familie jetzt. Überhaupt nicht verbuggt, dieses Spiel. Gar nicht. Okay. Nein, wir kommen nicht da drauf. Was hast du denn? Läuft da 1A? Ja, das hab ich doch. Wir sagen einfach Nico Furtlip. Das Spiel wollte einfach Nico keine Chance sagen. Nico ist ein letzter Platz. Das ist denn alles in Ordnung? Das ist der Nerv, weil er jetzt wahrscheinlich dann rausfliegt. Naja, halt nur verloren hat. Es war nur, weil du den scheiß Zufallsgenerator am Anfang ausgeruht hast, aufgeruht. Wäre das alles nicht passiert. Genau. Es kann halt einfach nur Glück. Aber wir müssen rausgehen. Ja, aber du musst als erstes. Ja. Dann geh ich mal ganz kurz Bier holen. Ja, geh doch raus. Geh ich doch. Raus. Derzeit geh ich kurz Bier holen. So, ja, dann mach. Ach, Leute, ich bin noch nicht mal in der Sitzung mehr drin bei euch. Ja, genau, das ist das Problem. Du bist im Bett rausgekommen. Sitzung ist voll, ich kann euch nicht beitreten. Ja, er sucht eh noch eine Kolonne. Man hat sich ja damit beschwert, dass Mercedes den Elchtest nicht bestanden hat. Aber was ist mit meinem Auto? Wurde ein Auto auf Dings gebaut oder gab es den Elchtest noch nicht? Das ist aber scheiße, ob das Ding umkippt. Das ist gewollt. Wenn du bei dem so scheiße, ich muss ja stärker einlenken, bist du tot. Bin ich nur mal in der City-Aufnahme gefahren für ein Auto? BMW. Ich glaube, der Pro, ich weiß nicht, ob das der X ist. Das X5 oder X6? Nein, das bin ich nicht gefahren. Wir haben dann nochmal wiederholt. Ja, aber bei der Wiederholung? Nee, das war eine andere Geschichte. Ja, stimmt. Ich bin danach gefahren. Frage. Ich glaube, du bist diesen Lotus gefahren. Stimmt, ich bin das kleine Lotus-Ding da den Blauen gefahren, ja. Was kriegst du auf die Gebäude machen? So, ja, ich bin das Siegerauto. Ja, keiner hat nach dir gesucht. Du warst uninteressant. Wir können ja nicht nachschauen. Ja. Also, das ist zur Sitzung. Du
Das Schöne ist, ich habe mir jetzt schön gemütlich viel Zeit lassen. Wir müssen auf keinen Spot. Ja, der Sitz, den du weiter reden wolltest, A-Forces. Komm noch nicht mal mehr bei euch rein. Läuft. Ah, jetzt ja. Oder Justin, willst du einfach das Rennen ausführen? Was denn? Er ist einfach weg. Hallo? Hallo? Justin? Justin? Hallo? Justin? Ja, dann start jetzt, Luca. Ja, start einfach ein scheiß Rennen, ich kann ja nicht mehr gewinnen. Ja, willst du eins auswählen? Nein. Du hast Querfeld 1 auswählen, Querfeld 1 auswählen können. Dann werde ich immer noch letzter. Warum? Der Reliant hätte keine Chance und ich und Nico sind RWD. Die kommen nicht vom Fleck. Und du kommst eh über jedes Gelände ein paar Chance rüber. Ja. Ja, das Gelände absolut scheißegal, du kannst da drüber brettern, wie noch was. Also da vorne hat der Hunigan halt mit dem Allrad zu campen müssen, dass überhaupt man welchen Stellen überhaupt vorankommt. Du kannst nicht mal stört einfach das Rennen. Stößchen. Wunderbar, kalter als Raide. Aber gleich geht's leiser, ich muss ihn wieder am Mod machen. So, da sind wir jetzt. Nach technischen Störungen. Weil vorher habe ich ja meinte, ich bin lustig. Ich breche die Veranstaltung ab. Ja, und jetzt wird es voraussichtlich das letzte Rennen sein, weil entweder Justin oder Luca rausfliegt. Also, wenn ich rausfliege, dann bin ich eine Enttäuschung. Dann verkaufe ich die Xbox am PC und allem drum und dran. Ja, ich sorge dafür. Das ist konditionant. Ja. Oh ja. Mich muss er erstmal bekommen, Minion. Turboloch. Ja, ich war für den ersten Moment Erster. Ja, schön Turboloch, chillig. Du auch, oder was? Der Regierer macht mir mehr Angst, als ich eigentlich dachte. Ihr habt einen Ellie-Unterschied, also ich glaube da... Nein, fünf. Hm? Das war ein Fünf? Ja gut, ich hab... Hallo! Das Traurige ist halt einfach, ich bin drei Kurven weitergekommen, hier ist halt schon da. Ja gut, du bist aber direkt. Ich bin gerade drei Kurven hin und drei Kurven zurückgefahren und ihr habt dich schon eingeholt. Ja gut, du bist auch von uns drei Kurven entgegengekommen wieder, ne? Da hätten wir dich jetzt wahrscheinlich hier auf der Geraden gecatcht. Das glaube ich nicht. Oh doch. Meine ist die gerade bei der. Ich komme halt um keine Kurve rum, weil er halt einfach. Übersteuern des Todes hat. Da fährt ein Meterlinie. Alter, Luca, fahr du mal den Regera in der Stadt. Aua. B.
Bin ich schon mal. Ja, aber nicht auf so einem kleinen Rundkurs. Ich hab nur Wheelspin. Bin ich schon mal. Junge, ich hab Angst vor euch. Ich sehe euch schon kommen. Weil das Ding hat nämlich keine Rennreifen. Weiß. Bin ich schon mal gefahren, Standard-Regierrennerstadt. Auf Mann. Dieser Strecke ist der nicht geil. Der hat einfach Übersteuern des Todes, Alter. Der hat einfach jede Kurve gerade auf. Und er kippt um. Der hat nicht so ein Modell. Ja! Ey, das ist Assi! Aha! Arschkrampe. Das war so gut grad. Sorry, Justin. Yeah. Ich kippt fast um. Was ist denn schon in der dritten Runde? Ja, was? Ich hab die erste Runde nicht mal geschafft. Wo wir in die zweite kamen, bist du uns entgegengefahren gekommen. Also, naja, was ist da war ja was. Aber ich hab drei Kurven geschafft. Dann würde ich sagen, was ist das mit der Folge? Endresultat ist, dass der liebe Nice5er Erster ist, Luca ist Dritter, ich bin Zweiter und Justin ist leider Letzter. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zusehen und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüssi. Tschüss. Ciao.